No. Was? Wir machen schon weiter? Ja, so schnell kann's gehen und dann sind wir wieder da. Schönen guten Tag. So, ah, hier. Die dritte Episode abgeschlossen. Oh. Und wir sind immer noch alles mit A-Rang. Oh, das ist ein Erfolg. Besiegen Sie 150 Feinde. Wir kriegen die PC-356. Das ist ja mal geil. Für die Kampagne. Schließen Sie Episode 1 bis 3 ab. Raubzug-Mode Stufen 4 bis 7 freigeschaltet, okay. Aber wir spielen ja nicht Raubzug, wir spielen ja Kampagne. Genau. Und haben eine neue Waffe. Die hat hoffentlich unendlich Munition. Warte, ich speichere ab. Ja, speichere ab. Endlich Muni. Das wäre lustig. Das wäre ja viel zu einfach. Wieso muss ich denn eigentlich spielen? Ich spiele schon wieder die ganze Zeit. Was bitte? Das war ein Späßchen. Späßchen. Jetzt kommt wieder. Letztens. Genau, previously on Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Auf Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann auch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Der Agrizio ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Oh, ich finde es schon cool gemacht immer. Ist cool, ja, auf jeden Fall. Ich nehme an, wir spielen jetzt wieder Chris, oder? Ja, bestimmt. Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Du steuerst, ich schließe. Ach so. Gut, schalt schon die Fresse. Du hältst dich hier voll nicht an die Abmachung. Die wir gar nicht so getroffen haben. Nein, wiederkehrend. Was für eine Abmachung? Warte, wir müssen bestimmt jetzt die Fresse halten. Wieder? Ja, du musst die Fresse halten. Was ich mache, ist meine Sache. Nein. Verdammte Terroristen. Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Dann hatten wir wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Der hat eine komische Frisur. Und schon macht er wieder. Sieh mal, das ganze Schiff ist ohne Strom. Hä? Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren, aber das wird nicht einfach. Na geil. Das erinnert mich ein bisschen an... An was? An Dead Space, da ging es auch nur. Wurde so hin und her geschickt, ey, mach mal das, ey, mach mal das, ey, mach mal das. So irgendwie ein Einspielen. Sicherheitsanweisungen. Da dieses Schiff bereits in einen Unfall verwickelt war, sind die Sicherheitsstandards höher als im Gesetz für Seesicherheit vorgeschrieben. Die Mannschaft muss dieses Handbuch lesen und sich dann den Inhalt für den Notfall gut einprägen. Erstens, die Queen Zenobia verfügt über 2 besondere Energiegeneratoren. Sollte der Hauptgenerator ausfallen, sorgt der Reservegenerator im Kielraum für Ausgleich und versorgt das gesamte Schiff mit Reserveenergie. Das müssen wir uns also merken, weil wir müssen ja jetzt die Energie wiederherstellen. Ne? Zweitens, dieses Schiff verfügt über vertikale Schotten, die im Falle einer Flutung automatisch Wasser umleiten. Im Notfall können die Schotten über das Kontrollsystem im Kielraum gesteuert werden. Dieses System funktioniert auch dann, wenn es kleinere Schäden erlitten hat. Also müssen wir jetzt in den Kielraum, ne? Genau. Ich schaue mich noch mal kurz hier um. Und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel. Oder so. Da hat jemand sein Tagebuch vergessen. War eine Pistolenmunition. Na, 29 sind es eigentlich. Du konntest bloß eins nehmen. Das ist ja zum Kotzen. Wir sind ja so gut. Wir haben so viel Munition und so viel Heilung. Wir können hier gar nichts mehr einsammeln. Ah, das wird eher unser nächstes Ziel immer auf der Karte angezeigt, glaube ich. Egal wie rum. Haben wir jetzt gecheckt, nachdem wir schon stundenlang spielen? Jetzt kommt wieder die Epic. Raymond! Ja, schieß ihn. Das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon gesagt habt, ihr braucht dringend Strom. Nee, du wechsel mal die Waffe. Ups. Nee, nochmal. So, du Vogel, das war's jetzt. Aber verballer jetzt keinen Schuss dafür. Und lad die Waffe mal nach. Okay. Naja. Ja, was? Ich wollte es mal machen. Das war so lustig gerade. Okay. Wechsel mal.
Oh nee, Eisenankerschlüssel. Jetzt haben wir den Ankerschlüssel, den haben wir noch gebraucht. Jetzt müssen wir einmal nochmal durchs ganze Schiff. Gut. Casino, erster Stock. Na gut, erster Stock. Ja, bitte. Mitch ist tot. Er ist irgendwie voll strange drauf, ne? Und der hat voll die strange Frisur auf der Innenseite, so abstehend. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Meinst du, findest du sie nicht sexy? Nee. Ist ungeil irgendwie. Ungeil? Ja. Ist auch mal. Da, Ankerschlüssel. Oder? Ja, na, gegenüber dahin. Ja, genau. Ist ungeil, ist, finde ich, auch ein sehr ungeiles Wort. Dann kannst du mal sehen. Aber das ist kein Anker, oder? Das ist der Rettungsring, oder? Meinst du? Ich weiß nicht. Hä? Unter uns vielleicht? Dann meint ihr in der ersten Etage. Im ersten Stock. Bist du ja gerade, nee, ich bin in der zweiten. Aber hier geht's nur hoch. Ja, warte mal. Ah, nee, ist der Fahrstuhl wieder. Ja, das ist der Fahrstuhl. Geht's jetzt zum Casino? Warte mal. Casino? Guck mal, nee, auf Solarium. Dieses 3D-Modell. Ach, da unten. Ganz runter. Okay. Aber nie Erdgeschoss unten, sondern eins drüber. Na, das ist ja wieder die epische Frage, ne? Zählen wir das Erdgeschoss mit? Oder ist das gleich die 1? Boah, ich werde gerade wieder voll müde, obwohl ich sogar spiele, ne? Oh, Roy. Nee, lass mich. Das die lass mich. Wenn der Roy wegpennt, dann nehme ich ihm vorsichtig, damit er auch nicht aufwacht, die Steuerung aus der Hand und spiele einfach weiter. Was? Spinnwach. Wach. Ich kann auch fahren. Was? Also rechts wäre jetzt so eine große Tür noch gewesen, aber das ist ja auch dieser Rettungsringenschlüssel. Warte mal, links? Nee, wir müssen da hier runter. Es sind zwei große Türen auf jeden Fall. Guck mal, da ist eine. Ne, und hier dahinter, und dahinter ist auch eine. Hier dahinter wird es sein. Ah, du bist ja so klug. Hier, das hier. Du bist ja so klug. Der Roy ist auch so ein kluges Bürschchen. Nee, weißt du, und jetzt wäre es so geil, wenn ich einfach vorbewegen könntest. Ja. Ja, das hast du jetzt super toll gemacht. Ne? Jetzt ist der Schlüssel abgebrochen, verdammte genau. Kacke. Das war die einzige. Und der Russe sagte, das war die einzige Chance, in die Tür zu kommen. Vor allen Dingen, ich glaube, der Russe sollte gar nicht so dick dargestellt werden, sondern einfach nur kräftig. Ja, aber ist voll daneben gegangen. Na, irgendwie wirkt er trotzdem dick im Gesicht, aber vom Körper her nicht. Ja, ich finde ihn aber in Bezug auf Chris schlecht gemacht, weil er sieht wirklich aus wie so eine dickere, bärtige Version von Chris. Und Hast gesehen, da war was unten, da bewegt sich was. Also er sieht wirklich, das sieht aus, als ob sie einfach Chris genommen haben und so ein bisschen verändert. Ja, echt mal. No? Ich finde, die hätten einen ganz anderen Typ draus machen müssen, vielleicht einen Blonden oder so. Das sind da unten. Da blinkt schon mal was und nimm doch das Zielfernrohr. Nee, gib mir doch mal eine Antwort. Ich lasse den Daumen besser immer drauf. Zoom mal ran und guck mal, was liegt denn da. Ach so, Fische. Fischi. Was ist denn das da eigentlich? Ein Stück von irgendwas. Kann man das Emblem oder so. Nee, schieß mal nicht raus. Die nimmt sich das dann. Andere Waffe? Der Strom ist ausgefallen. Ah, okay. Ach, und deswegen müssen wir damit Strom, dann können wir diesen Knopf drücken und alles. Aber hier ist das Casino. Wir haben das Casino gefunden. Oh, mehr Platz für die Pistolen. Noch mehr? Ist doch super geil. Jetzt hör auf, dich hier zu beschweren. 120! Ja. Beziehungsweise oft das in so einem undankbaren Ton zu sagen. Nee, ich find's geil. Ja. 120, ne, das ist hart. Stand da oben links wer? Wo, was, wo? Sah gerade aus, als ob da wer steht. Das da? Ja. Nee. Das war gerade. Das ist nur ein Teddybär. Das ist nur ein Teddybärchen. Obwohl wir aus Silent Hill wissen, Teddybären sind nicht unsere besten Freunde. Ja. Ich schau mich trotzdem mal hier ein bisschen um. Wo war denn da ein Teddy? Ja, stimmt, scannen. Vielleicht die Guppies? Guppi. Ja. Oder guck mal, wie viele Slotmaschinen hier sind. Boah, ey, na, das ist ja auch eine riesen Pflanze. Ah, Pflanze. Pflanze. Nein. Bist du verwundet oder so? Nee, ne? Nee. Ja. Wie ging heilen hier, ne? Mit dem B. Hast du es dir gemerkt? Ja. Ich werde mir jetzt angewöhnen, die Sprache der Xbox zu lernen. Du bist auch die Beste, hä? War das jetzt ironisch gemeint? Was? Weiß nicht. Du bist so ein... Mann. Komm, klau die Jetons. Ach, da oben.
Da kannst du ja jetzt nur hochgehen, wa? Ich will trotzdem noch mal kurz gucken. Hier ach, da ist noch eine Tür. So. Dann guck mal in die Tür rein. Ja, das hat sich schon erledigt. Mach mal nochmal die schnelle Drehung. Sehr gut. Nur damit du es nochmal geübt hast, weil du hast dich gerade normal gedreht. Warte mal. Ah, okay. Funktioniert. Super. Nee, guck mal. Das dauert manchmal ein bisschen. Ach, das ist so ein nackter Tussi-Aufsteller. Geile Brüste. War das... Ach, hier hab ich die gescannt, oder was? Das ist ein Jugendfoto von mir. Nein, Quatsch. Magnum-Munition. Please use coins. Mit dem Schalter kann ich den Strom im Casino wieder anstellen. Jetzt passiert was, das würde ich nicht machen. Jetzt ist alles aus. Ah, jetzt können wir... Ach, guck mal, und das Emblem wird rausgespült. Ins Becken. Geile Scheiße, ey. Wo die Guppies sind. Warte, ich muss mal kurz kratzen. Sind wohl mehr Karpfen oder so. Boah, da gibt es sogar Casinos. Verschlossen. Use Coins. Na, du musst da das Emblem dann bestimmt drauflegen. Nee, Coins muss ich drauflegen. Ja, aber das ist bestimmt so gemeint. Ist bestimmt so gemeint, dass ja auf den Viecher kommen am Ende. Es ist infiziert. Pass auf. Super. Die waren auf dem Video. Alter. Guck mal, wie schön die schwimmen. Fliegen. Nachladen. Ach, der wollte es auch wissen, hä? Wie viele sind denn das? Reichlich. Moment. Was hat denn der für eine Waffe? Eine Magnum. Dreh dich mal um und guck, was der für eine Waffe in der Hand hat. Wo hat denn der eine Schrotflinte her? Etwas ruhiger. Münze aufgenommen. Kannst du die scannen? Ne, die sind weg, ne? Wieso hat denn der eine Schrotflinte? Weiß ich nicht. Lad mal die Waffe nochmal nach. Ist ja unfassbar. Ne, wo hat er die denn bei dem fetten Monsterkampf gehabt? Arschloch. Ach so, ein Arschloch, ey. Naja, was soll denn das? Warte mal, es geht um Gramm. Du musst. Nee, warte. Nein, Quatsch. Geh mal hin. Lass uns das mal kurz angucken. Wir haben doch eine goldene, oder? Nee, wir haben nur eine bronzene. Echt? Die 7 Gramm wiegt. Aber wie viel brauchen wir? Auf jeden Fall müssen wir schon noch mehr finden. Boah, das ist ja scheiße. Vielleicht von jeder Sorte eine? Vielleicht die Tür jetzt hier offen. Oder was ist das hier? Ich wollte gerade sagen, bist du da oben schon lang gegangen? Ah ne, es ist nur so ein Balkon, wo man nicht hoch kann, oder? Oder hier an den Slotmaschinen spielen. Ja, stimmt. Aber das wäre... Ja, der ist so... Ja... Nein. Das gibt's doch nicht. Münze eingeben, ich hab gar nichts gedrückt. Geil. Hä? Was hast du jetzt für eine Münze? Eine zurückbekommen. Kommt drauf an, welche. Aufgenommen. Super, na, das haben wir doch jetzt erledigt. Boah, ey. Der Reue ist halt ein Zocker. Ja, aber ich bin genau der Typ dafür, der irgendwann der Spielsucht verfällt, ne? Echt? Das weiß ich ganz genau. Wie viel Gramm? Nee, ich mache hier alles voll. Das ist ein Rätsel. Guck mal, wie viel Gramm jede einzelne Münze hat. Die erste hatte 7. Die andere 9. 17. Vielleicht genau 100 oder so? Deswegen, wir müssen irgendwie wissen, wie viele wir brauchen. Und dann liegt irgendwo hier vielleicht eine Notiz oder sowas? Lag hier irgendwas? Was ist eine Notiz? Besteht bei ihr irgendwas drauf? Guck dir mal den Aufsteller nochmal an. In Zielmodus am besten. Nee. Okay. Hallo. Guck mal, die Armbanduhr, die der hat.
Wo hast denn du jetzt hingescannt? Was? Warte, hier liegt doch was auf dem Beckenrand. Hier, genau vor dir. Mm. Bericht des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem im VIP, des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert, deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drinnen vorgeht. Es ist so einfach. Man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen und schon sind die Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht, 107 Gramm. Ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. Ja, du super. Hast ja gerade schon 100 gelegt, na? Dann legst du einfach nur eine Bronze drauf und dann haben wir 107. Und das machen wir alles in der nächsten Folge. Ach so, na dann bis dann. Tschüss. Tschüss.